Also diese Aufgabe ist jetzt wieder absolute Fleißarbeit und ja, da müssen wir aber trotzdem durch, denn manchmal ist Mathematik eben auch Fleißarbeit. Also wir haben hier die A, 9 und 6 und es geht hier um das kleinste, hier steht es, kleinste gemeinsame Vielfache. Also die Abkürzung, kleinste gemeinsame Vielfache. Das bedeutet, wir müssen erstmal die Vielfachen von diesen Zahlen 9 und 6 bilden. Also, da mache ich jetzt erstmal wieder so einen neuen Doppelpunkt. Das bedeutet nicht geteilt, sondern da kommen jetzt einfach die ganzen Vielfachen dahinter her. Also 9 mal 1 ist 9. 9 mal 2 ist 18. 9 mal 3 ist 27. 9 mal 4 ist 36. So, das sind jetzt hier die ganzen Vielfachen, jetzt erstmal 4 Stück. Und eventuell brauchen wir ja noch mehr. Aber gucken wir erstmal. Wir brauchen ja das kleinste gemeinsame Vielfache. Vielleicht haben wir ja schon bei den ersten 4, bei der 6 auch schon irgendwie eine Übereinstimmung bei den Ergebnissen. Also, 6 oder 1 mal die 6 ist 6. 2 mal die 6 ist 12. 3 mal die 6 ist 18. So, jetzt könnten wir eigentlich schon aufhören. Machen wir noch das vierte. 4 mal die 6 ist 24. So, warum können wir jetzt schon aufhören? Das hat einen Grund. Nämlich, wir haben jetzt hier schon das Ergebnis gefunden. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 9 und 6 ist also 12. 18, Entschuldigung. Hier ist die 18, da ist die 18. So, und das ist jetzt eben genau die kleinste Übereinstimmung im Ergebnis, wenn man die Vielfachen von diesen Zahlen aufschreibt. Also die einfach mal durchmultipliziert. Somit können wir jetzt hier als Ergebnis schreiben, das kleinste gemeinsame Vielfache von 9 und 6 ist gleich 18. So, und wozu brauchen wir das jetzt also? Das mache ich jetzt hier nochmal bei dieser A und ansonsten gucken wir einfach erstmal nur auf das kleinste gemeinsame Vielfache. Also ich zeige dir jetzt einmal, warum wir das brauchen und dann passt das schon. Also wir haben 2 Neuntel zum Beispiel und wollen die subtrahieren, machen wir das mal so, mit 1 Sechstel. Jetzt kann man das aber nicht einfach so, weil die Nenner sind nicht gleich. Und um einen gleichen Nenner zu finden, brauchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache. Nämlich das kleinste, oder du brauchst erstmal überhaupt irgendein Vielfaches, aber das kleinste gemeinsame Vielfache ist deswegen gut, weil dadurch der Bruch klein gehalten wird im Nenner. Du kannst aber auch irgendein anderes Vielfaches nehmen. Aber wir nehmen jetzt erstmal das kleinste gemeinsame Vielfache. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier irgendwie einen neuen Bruch, wo da eine 18 entsteht, minus den anderen Bruch ist gleich, also irgendwas mit 18 im Nenner, minus irgendwas mit 18 im Nenner. So, wie kommen wir jetzt bei dem ersten Bruch auf die 18 im Nenner? Da müssen wir rechnen 9 mal 2. Wenn wir da mal 2 rechnen, müssen wir das auch im Zähler machen, also 2 mal 2. Minus, wie kommen wir jetzt mit der 6 da auf die 18? Die 6 muss mal 3 genommen werden. Wir müssen beim Erweitern, das ist ja hier Erweitern, was wir machen, müssen wir immer Zähler und Nenner gleich behandeln. Also wenn hier im Nenner mal 3 gerechnet wird, dann muss auch im Zähler mal 3 gerechnet werden. Somit haben wir jetzt hier 4 im ersten Bruch im Zähler und im zweiten Bruch im Zähler haben wir 3. 4 Achtzehntel minus 3 Achtzehntel ist jetzt also gleich 1 Achtzehntel und das wäre jetzt das Ergebnis. Und du siehst, der Bruch ist auch gleich so weit runtergekürzt, dass man nichts mehr machen kann. Hier kann man nicht mehr kürzen, weil im Zähler schon eine 1 steht. So, und das ist eben der Vorteil bei diesem kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Du könntest jetzt auch ein anderes Vielfaches nehmen. Dazu müssten wir jetzt diese Kette hier weiterschreiben und in der Aufgabe steht ja auch, sowie ein weiteres gemeinsames Vielfaches. Also müssten wir jetzt hier die Kette eigentlich noch weiterschreiben. Das machen wir aber gleich mal mit der B, weil ich jetzt hier bei der A keinen Platz mehr habe. Wir können es aber im Kopf einmal durchgehen, wenn wir jetzt hier die 24 haben und wir packen da nochmal 6 drauf, dann landen wir bei 30. Also ich schreibe das hier mal so klein daneben. Hier kommt 30 und 6 mal 6 ist 36. So, und dann hätte man hier die 36 und die 36 auch als gemeinsames Vielfaches, aber eben nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches. Man hätte jetzt also auch hier 36 als Hauptnenner nehmen können. Dann hätte man aber am Ende zwei 36 gehabt und hätte nochmal kürzen müssen. Und das brauchen wir so nicht, wenn wir das kleinste gemeinsame Vielfache nehmen. So, und jetzt schauen wir nochmal auf die nächste Aufgabe und da mache ich dir das auch nochmal deutlich. Also, wir haben jetzt bei der nächsten Aufgabe, das ist die B, das ist die Frage nach dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 12 und 18.
Das heißt, es könnte so eine Fragestellung hier sein, wir haben, keine Ahnung, 3 Zwölftel plus ein Achtzehntel. Und weil die jetzt einen unterschiedlichen Nenner haben, dürfen wir die jetzt nicht so einfach zusammen addieren. Wir müssen erstmal das kleinste gemeinsame Vielfache finden, um dadurch zu wissen, was der Hauptnenner ist. So, jetzt aber eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal das kleinste gemeinsame Vielfache finden. Von 12 und 18. Dazu schreibst du dir wieder einfach 12, meinetwegen mit so einem Doppelpunkt. Du kannst da auch ein Strichchen machen, was du möchtest. Hauptsache, du schreibst hinterher die ganzen Vielfachen auf. Das erste Vielfache von 12 ist 12 mal 1 ist 12. Danach das Doppelte von 12, also 12 mal 2 ist 24, 36, 48, jetzt aufpassen, 60 und 72. Und wir gucken erstmal, ob das reicht an Zahlen. So, jetzt haben wir die 18 hier noch. 18 mal 1 ist 18. 18 mal 2 ist 36. Und hier ist jetzt eigentlich schon Schluss. Aber weil die Aufgabe sagt, wir brauchen auch noch ein weiteres gemeinsames Vielfaches, neben dem kleinsten, machen wir hier einfach nochmal mit der Kette nochmal weiter. So, jetzt haben wir 2 mal 18, jetzt brauchen wir 3 mal 18. 3 mal 18 sind 54. 4 mal 18 sind 72. So, und jetzt können wir spätestens aufhören, weil können wir ja so einen Punkt machen und hier auch Punkte. Denn wir haben zwei Sachen gefunden. Wir haben jetzt erst einmal hier das kleinste gemeinsame Vielfache gefunden, die 36 hier und die 36 hier. Aber wir haben auch noch ein weiteres gemeinsames Vielfaches gefunden, die 72. So. Und mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen könnten wir jetzt, also das können wir hier schon mal eintragen, das ist 36, weil keine von den Ergebnissen deckungsgleich ist und kleiner ist, erst die 36. Und wir können das jetzt hier theoretisch auf den Hauptnenner bringen. Und das können wir jetzt hier mal ein bisschen schneller, einfach mal, dass du auch mal siehst, wie das schneller geht und nicht mit so ganz vielen Zwischenschritten. Also, wir hätten jetzt hier die 36, also wie kommt man mit der 12 auf 36, indem man hier mal 3 rechnet. Also hätten wir hier im Bruch 36 und mal 3 im Nenner gerechnet, müssen wir also im Zähler machen, hätten wir 9 36 im Zähler. Plus, auf 36 kommt man mit der 18 mal 2. Also müssen wir es auch im Zähler machen. 1 mal 2 ist 2 und eben die 36 im Nenner. Ist also 9 plus 2 sind 11 36stel. Und du siehst hier auch wieder, der Vorteil ist, weiter kürzen kann man nicht, weil wir haben eben als Hauptnenner das kleinste gemeinsame Vielfache genommen. Hätten wir die 72 als Hauptnenner genommen, hätten wir am Ende noch kürzen müssen. Müssen wir so aber nicht. So, gucken wir mal die C. Bei der C müssen wir uns um das kleinste gemeinsame Vielfache von 30 und 40 kümmern. 30 und 40. Und jetzt lasse ich das mal mit dem Bruch weg. Ich glaube, das hast du verstanden mit dem Hauptnenner und dass man hier erweitern muss. Und man muss ja wissen, auf was man hier erweitert. Und dafür braucht man das kleinste gemeinsame Vielfache. So, und wir gucken jetzt aber einfach nur mal auf das kleinste gemeinsame Vielfache hier bei der C. Also wir haben hier die 30. Machen wir, ich kann es auch hier einfach mal, machst einen Strich, machst einen Doppelpunkt, was du möchtest. 30 ist die ist erste Vierfache, danach kommen 60, danach kommen 90, danach kommt 120, danach kommt 150, danach kommt 180, danach kommt 210, dann haben wir 250 und 280. Schauen wir mal, ob das reicht. Hier haben wir die 40. Und da haben wir 40 mal 1 ist 40. Dann haben wir 80. Dann haben wir 120. So, wunderbar. 120 hier, 120 da ist schon mal das kleinste gemeinsame Vielfache. Und jetzt geht es noch weiter, weil wir brauchen, sollen ja laut Aufgabe noch ein weiteres Vielfaches finden. Ist also 160. Reicht noch nicht. Müssen wir noch weitermachen. 200. Passt auch noch nicht mit irgendwas hier überein. 240 passt auch noch nicht mit irgendwas überein. 280. So, und bei 280 haben wir jetzt hier wieder einen, ja, einen sogenannten Match, also eine sogenannte Passung zwischen zwei Ergebnissen. Hier bei 280 und 280 ist also auch ein Vielfaches von diesen beiden Zahlen. Ich sehe gerade, haben wir hier, ich glaube, hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier hätte 210, da hätte nicht 250 kommen müssen, da habe ich mit 40 addiert, hätte also nicht passieren dürfen, somit ist das hier hinfällig. Hier hätte 240 kommen müssen
Und 240 wäre jetzt hier also die Passung gewesen. Das wäre das nächste gemeinsame Vielfache gewesen und nicht 250. Du siehst, manchmal passieren mir hier auch Fehler, besonders wenn man hier nicht eben mit 30 addiert, sondern man hat dann hier schon so im Hinterkopf die 40 und packt das dann da drauf. Also da musst du ganz doll aufpassen. 240 macht ja auch deshalb Sinn, dass es ein Vielfaches ist, weil 240 ist das Doppelte von 120. Und wenn 120 ein Vielfaches ist, dann muss auch das Doppelte ein Vielfaches sein, nämlich 240. 240 ist aber größer als 120 und deswegen ist das hier schon korrekt. 120 ist schon mal das kleinste gemeinsame Vielfache. So, jetzt haben wir noch die D. Die D, das ist das kleinste gemeinsame Vielfache. Du kannst übrigens jetzt selber mal probieren, also einfach mal Video anhalten und selber mal probieren, ob du das kleinste gemeinsame Vielfache von 42 und 70 findest. Wenn nicht, sage ich es dir jetzt. Also letzte Chance auf Pause zu drücken. Das kleinste gemeinsame Vielfache ist 210. Hättest du jetzt genauso rausbekommen wie bei den anderen Aufgaben. Und ein weiteres gemeinsames Vielfaches ist 420. So. Dann haben wir die letzte Aufgabe. Das ist nämlich unsere Aufgabe E. Da war nochmal die Frage nach dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen für 1223. Also für drei Zahlen wieder. 12, 3 und 20. Geht man genauso vor wie bei den anderen Aufgaben. Also, wir müssen jetzt hier wieder die ganzen Ketten bilden. Und das machen wir jetzt hier nochmal. Also, 12. Da machen wir erstmal einen Strich so hinter. Und was ist das Vielfache davon? Also, 12, 24, na, das ist 4 hier, 36, 48, 60, 72. Ja, schauen wir mal, ob das reicht. Da haben wir hier die 3. 3, ah, das wird natürlich jetzt eine mega lange Kette. 3, 6, 9, 12. Also die 12 ist jetzt hier schon mal gleich. Vielleicht reicht das ja. Schauen wir mal. Ach nee, die dritte Zahl ist eine 20. Die ist ja schon mal größer als 12. Also kann das schon mal nicht passen. Fangen wir einfach erstmal mit der an. 20, 40, 60, 80. 100. So, und jetzt haben wir jetzt hier die 60 und hier die 60. Und weil die Kette hier mit 3 so mega lang werden würde, würde ich jetzt einfach mal checken, weil ja das hier die jeweils kleinsten Zahlen sind, die hier passen, ob denn die 60, ob das auch mit der 3 passt. Und 60 geteilt durch 3 geht glatt auf. Das heißt, hier wäre es ja erst, es kann ja nur die 60 sein als kleinstes gemeinsames Vielfaches, auch mit der 3 einbezogen. Insofern haben wir jetzt hier schon mal das kleinste gemeinsame Vielfache mit 60 gefunden. Und ich kann dir verraten, wenn man das jetzt hier weitergeführt hätte, hätte man hier irgendwo eine 120 gekriegt. Und hier hätte man auch eine 120 bekommen. Und hier wäre die nächste Zahl schon 120. Und das wäre auch ein gemeinsames Vielfaches gewesen, aber eben nicht das kleinste gemeinsame Vielfache. Plus 1,5. Das sind alles echte Brüche, denn sie sind kleiner als 1. Aber wenn du die hier zusammenrechnest, dann kommt raus, 1 plus 1 plus 1 in den Zehnern ist 3 und der Nenner ist ja gleich, also darf ich hier addieren, ist also insgesamt 3 halbe. Und 3 halbe ist jetzt kein echter Bruch mehr, sondern ein unechter.